So, es geht weiter. Ich habe von einem Kamerakind gehört, ich soll es nicht so oft wiederholen, aber wir sind immer noch auf der Car Media Business Tour 2013 am Flughafen in Hamburg, am Terminal Tango. Meinen Namen wiederhole ich natürlich nicht nochmal, weil jetzt wissen alle, dass ich Kai Stüven bin. Ja, Thomas, du willst uns was zu dem 928 erklären und ich bitte, mach es so kurz, dass du den Atem anhalten kannst, dass meine Besucher auf dem YouTube-Kanal deinen Bauch nicht sehen. Also schieß mal bitte los. Okay. Also die Hauptmotivation, warum wir hier den INEW 928 neben den anderen beiden Geräten zeigen, ist, damit sich jeder die Frage beantworten kann, ist die Größe entscheidend? Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist deutlich in Zahlen ausgedrückt, ist dieses Display 43% mehr Bildfläche als bei diesem. Das heißt auch, man sieht es hier schon, dass in der Navigation das Ganze schon besser zu sehen ist, auch während der Fahrt dann besser zu bedienen ist. Das haben wir gerade bei Multimedia-Inhalten, macht es natürlich richtig Spaß. Okay, aber das Riesengerät ist natürlich so groß, dass ich das in den normalen, das sieht der Laie natürlich, wo ich so viel Platz habe, passt das natürlich nicht rein. Wie löst ihr das Problem? Es gibt Leute, die lösen es mit der Druckluftsäge und bauen dann individuell aus GFK eine Blende. Da gibt es inzwischen auch eine Hilfe von uns, eine Universalblende, dass zumindest dieser Anschluss ans Gerät schon mal passt. Es gibt aber auch, und das ist ja der Haupteinsatzzweck, fahrzeugspezifische Einbausätze. Komplette VW-Plattform derzeit, die gängigen Modelle Golf 5, Golf 6, was darauf aufbaut, gibt es eine fahrzeugspezifische Blende, wo das Gerät komplett reinpasst. Und auch zum Beispiel Fiat Ducato, die Basis der meisten Wohnmobile, ist ein Einbausatz in Vorbereitung, der jetzt auch noch zum Frühjahr kommen wird. Okay, das wird eine absolute Neuheit werden und wird natürlich für die Wohnmobilspezialisten und für die Fachhändler natürlich ein Riesenthema sein, weil die Leute das natürlich auch fürs Re-Entertainment gut nutzen. Na klar, also gerade im Wohnmobil macht ja auch ein größeres Display Sinn. Definitiv. Dass man es dann noch zum... Weil da natürlich auch mal der Beifahrer mal eine Zieleingabe zum Beispiel macht oder man abends nochmal ein Video guckt oder so. Oder man abends noch ein Video guckt, ganz genau. Ich habe in Las Vegas gesehen, dass ihr auch für viele Asiaten Blenden im Vorlauf habt. Das heißt, das Thema ist bei euch aktuell, ihr macht Weiterentwicklung, was Einbaublenden, Einbaukits für diverse Fahrzeuge. Es ist auch so, dass sich die Kollegen in Asien, die Kollegen in Amerika und wir in Europa jeweils natürlich so um die Hauptzielfahrzeuge kümmern, aber inzwischen werden auch diese Blenden dann untereinander ausgetauscht, sodass wir eigentlich auch in Europa für asiatische Fahrzeuge und dann demnächst auch für den einen oder anderen Army welche anbieten können. Okay, ganz kurz nochmal zu dem Gerät. Wir können damit DVDs gucken, CDs hören, USB. USB-Video. Ja. Was ganz nett ist, man kann das Display teilen. Das heißt, entweder das ist das Audio-Menü über das ganze Bild oder diesen geteilten Bildschirm, dass man die Navigation immer noch mit im Blick hat. Gerade wenn man jetzt Musik hört vom USB-Stick oder vom iPod und man weiterskippen will, muss man nicht das Menü wechseln oder die Ansicht wechseln, sondern man kann beides machen, hat trotzdem immer noch mit im Blick, wie weit man es noch bis zum Ziel hat oder bis zur nächsten Abbiegung oder wie auch immer. Und man kann sich jetzt auch, dass es für unseren Markt, für Linkslenker gebräuchlicher ist oder gängiger ist, diese Navigation da auf der linken Seite sehen. Ich kann aber auch das Riesendisplay nur für die Navigation nutzen, richtig? Ja, natürlich. Okay. Und wir hatten ja gerade das Thema Wohnmobile. Wie sieht es aus mit Bluetooth-Audio-Streaming? Bluetooth-Audio-Streaming geht komplett mit Suchfunktionen. Mit Bedienfunktionen, Play-Pause, vor, zurück. Ist ja eigentlich ein ganz cooles Feature. Ich liege in meinem Ducato Wohnmobil, habe mein iPad und kann aus der Koje raus sozusagen meine Musik mehr wählen. Ne? Genau. Okay, ich brauche nicht fragen, wann das Gerät verfügbar ist. Das ist ja bereits am Markt und wird erfolgreich von euch verkauft. Ja, dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Erfolg und jetzt kannst du die Luft wieder rauslassen. Vielen Dank.